Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, jetzt sind wir hier erstmal dabei, den Big M zu warten. Und ich glaube, wir könnten auch so langsam aber sicher mal die Göweil ready machen, ne? Weil wir müssen ja dann hier demnächst loslegen. Oh, da können wir den 7er Deutz. Ja, von der Größe passt er nicht eigentlich, aber von der Leistung. Und das ist das, worauf ich eher Wert lege, ne? Dass es halt von der Leistung her passt. So, und hier sind wir jetzt auch bald fertig. Sehr schön. Haben wir zum Glück schon das nächste Grasfeld an der Backe oder Luzernefeld an der Backe, wo wir sammeln dürfen. So. Und der macht halt nur 125er Ballen. Ne? Das ist halt nur mal eine Ecke kleiner, das heißt, er macht mehr Ballen. Aber wir können natürlich auch mehr auf einen Schlag transportieren an Ballen. Das ist halt nur die Frage, ob sich das jetzt lohnt. Aber sonst müsste ich hochfahren lassen, pressen lassen, hochfahren, wickeln und dann abfahren. Und so kann ich einfach nur hochfahren, pressen lassen und dann hinfahren, abfahren. Aber ich denke mal schon, dass das ein guter Plan ist, den ich hier verfolge. Und ich muss sagen, also die Göweil hat eine richtig große Kapazität, ne? Vom Siliermittel, das ist ja echt Wahnsinn. So, da darf man eben zu 45 fahren. Und da müsste dann eigentlich alles soweit passen. 100 Liter gehen da rein. Okay. Ja, der legt hier schon mal los. Das kann er tun. Sehr schön. Wir speichern zwischendrin mal noch. Denn wir haben ja immer noch ein paar Ballen hier zum Sammeln. Ah, hier haben wir noch ein paar Ballen, die wir einsammeln dürfen. Also die 9 und die 14, die möchte ich ja an. Muss entladen werden, ne? Das gibt's doch nicht. Hi, leck mi doch am Arsch. Kaum bin ich hier dran am Ballen sammeln, ist es schon wieder vorbei, ne? Ah, in der letzten Folge habe ich euch auch gesagt, ich möchte euch das hier einmal zeigen mit diesem Easy Development Control Mod. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wo war denn das? Da, Tip Ground. Beziehungsweise Tip Area. Radius, gehen wir mal hin und sagen hier 5 Meter. Dann können wir natürlich auch hingehen und sagen. Ja, ich hätte wahrscheinlich andersrum durchgehen sollen. Einmal Gras, klick. Ja, logisch. Das ist ja kein Gras, das ist ja hier Luzerne. Müsste Luzerne frisch sein und siehe da. Machst hier nochmal, dass ihr seht. Klick. Okay, jetzt waren das mehr wie 6 Meter. Ne? Also so kann man dann hingehen und diese Haufen wegmachen. Und das ist auch für mich sehr, sehr von Vorteil. So, einsteigen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal da runterfahren und den da unten abbuchern. Mann.
Mann. Ja, trotzdem würde ich gerne mal ein bisschen scrollen. Und zwar Malzfabrik abladen. So. Da sind wir auch schon schön die Bohrinsel, wie sie da sich in den Himmel reckt und uns das gute Öl zu Tage fördert. Ja, hat sehr wenig mit Landwirtschaft zu tun, aber im Endeffekt ja egal. Wir haben eine neue Produktion, wo wir eigentlich nichts benötigen dafür. Außer ein wenig Wartung und Strom. Ich würde einfach nur mal gerne jetzt hier hin schaffen. Das hier alles hinzulegen. Ohne dass hier irgendwo mal ein Träger sagt hier, ich bin übrigens leer oder ich bin voll oder ich bin fertig oder was der Geier alles. Einmal mal meinen Stiefel hier wieder runterspielen und meine ganzen Sachen erledigen, wo ich hier auf die lange Bank geschoben habe. So. Erster Wegpunkt. Und tschüss. So, den habe ich noch eingefügt. Warum zeigt sie mich hier nicht die Wegpunkte an? Na gut. Und freie Fahrt. Okay, passt, der fährt wieder. So, dann können wir hier mal weitermachen. Lexion freie Fahrt gestoppt und der Fast Track in der freien Fahrt, wo irgendwas nicht stimmt. Naja, jetzt erstmal gucken, dass wir hier die Ballen vom Feld kriegen. Da müssen wir gucken, dass wir eben das Stroh noch vom Feld bekommen. Ja, es ist wirklich genug zu tun, was wir hier haben. Also ich meine, wir können uns hier echt nicht beschweren. So vom Arbeitspensum her. Zack, einmal nochmal schön laden hier. Oh, sieht da schon viel besser aus, würde ich sagen. Viel besser. So. Wunderbar. Wunderbar. Schon wieder steht einer da drin mit Arbeit beendet. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Aber ich mache jetzt erstmal hier die Ballen weg. Weil die Ballen auch Performance kosten. Ne? Und ja, muss auch nicht sein. Ich meine, es würden ja auch immer noch mehr Ballen wieder gepresst. Also, es ist ja nicht so, dass es die Ballen. Es kann nicht mehr gepresst werden, sondern es werden jetzt ja auch immer wieder noch Ballen gepresst. Das ist ja das Schlimmere gerade dran. Aber es kommt ja immer wieder was nach. So.
der fährt aber weit vor. So, Spanngurte lösen und dann zugucken, wie er sich das reinzieht. So, der ist an der Malzfabrik angekommen. Klick, klick. Natürlich auch wieder hier an das Feld fahren lassen. So, let's go. Okay, der hat hier irgendwie so quer durch angefangen. Keine Ahnung. Kein blassen Dunst. Nicht zum Kalkwerk. Ich will, dass es zum Hof fährt. Mensch, Mensch, Mensch. So, hier haben wir dann schon die ersten Ballen. Oder gleich nach volles Anhalten. Stickstoff ist perfekt, ne? Also theoretisch bräuchten wir hier gar nicht düngen, weil der ist ja noch perfekt. Hier ist er auch noch perfekt. Der Stickstoff. So. Und irgendwo sind sich da irgendwelche Drescher oder so in die Quere gekommen. Habe ich jetzt schon gedacht, hier, hier fährt auch was. Das ist der Big M, das ist der, der hier oben blinkt. Der steht hier, aber abseits. Da. Passt, ich habe sie gefunden. Und wieder entwirrt. Oh je, der wird hier oben stehen bleiben kurz. Mensch, 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 Mensch. Moment, ich habe da immer doch auch noch einen LKW. Und den muss ich dann mal noch zum Sägewerk schicken. Sägewerk Paletten laden. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die ja die Leerpaletten bald voll sind. Zack. Und wir wieder draußen aus der Liste. Wunderbar. Wunderbar. Und dann fahren wir hier mit dem einmal zur Molkerei, zum ein bisschen Wasser ab. Hat die Molkerei oder ein bisschen Wasser und dann läuft das. So. Das ist echt herrlich. Einmal rum hier. Zack, zack. Abwasser, das wollen wir jetzt noch nicht laden. Das Wasser abladen. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.